Im Nationalpark Hohe Tauern startet ein international einzigartiges Forschungsprojekt, das über einen langen Zeitraum Daten über den Klimawandel liefern soll. Was erwarten Sie sich als Auswirkungen auch für die Politik? Der Nationalpark ist ein extrem sensibler und wertvoller und wichtiger Lebensraum für uns, nicht nur das größte Schutzgebiet der Alpen, sondern für Salzburg einer der wichtigsten großen Lebensräume. Und dieser Datenpool, der jetzt durch dieses Projekt geschaffen wird, ist für uns extrem wichtig, um auch die künftige Klimaschutz- und Naturschutzpolitik daran auszurichten. Wir erwarten uns dadurch Erkenntnisse darüber, wie rasch und wie notfalls auch gravierend die Veränderungen gerade in diesem Lebensraum sind. Und das heißt für uns punkto Naturschutz, punkto Artenvielfalt, aber auch Schutz von Biotopen und Schutz besonders alpiner Lebensräume, Vorsorge zu treffen und die entsprechenden Beschlüsse auch bis in den Landtag zu bringen. Dieses Langzeitprojekt findet im Nationalpark Hohe Tauern statt. Was genau wird untersucht und wo liegen die Schwerpunkte? Das Langzeitmonitoring an Gewässern führen wir an 4 Einzugsgebieten durch. Und zwar sind 2 auf der Nordabdachung und 2 auf der Südabdachung zu finden. Krimmler Achental Nord, Anlauftal Nord bei Bad Gastein, Innergschlöss in Osttirol und Kärntner Seebachtal. Und an diesen Dauerbeobachtungsabschnitten messen wir die Umweltbedingungen. Besonders sind dort Insektenlarven zu finden und diese haben alle eine bestimmte Eigenschaft. Und das sind eben die biologischen Parameter, die wir langfristig da dokumentieren und aufzeigen. Einmal ist die Diversität, die Artenvielfalt, die vorkommenden oder die häufigen Arten, die vorkommen und besonders ihre Eigenschaften, mit denen es ihnen möglich ist, an diesen Extremstandorten zu überleben.